Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt am eigenen Schopf herausgezogen. Wart ihr schon mal in einer sehr schwierigen, bedrohlichen Lebenslage, Lebenssituation, aus der ihr euch selbst aus eigener Kraft herausgeholt habt, befreit habt? Dass ihr euch selbst quasi so aus der eigenen Scheiße selbst herausgeholt habt, am eigenen Schopf herausgezogen habt, ohne große andere Hilfe. Wenn dem so ist und ihr Lust habt, mir davon zu erzählen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Anja. Und Anja ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen Domian. Ja, Anja. Anja, ich rufe aus Düsseldorf an. Das ist schön. Ich sehe deine Sendung so oft ich das kann. Wenn ich dann noch wach bin, gefällt mir sehr gut, muss ich dazu sagen. Vielen Dank. Mein Thema ist, dass mein Lebensgefährte, meinen Sohn oder unseren gemeinsamen Sohn und mich 2 Tage vor Weihnachten verlassen hat. Wie alt ist dein Sohn? Der ist 4 Jahre alt. 4 Jahre. Und wie lange warst du mit deinem Lebensgefährten zusammen? Es sind fast 6 Jahre jetzt. Ja. Ja, und wir haben sehr viele Probleme gehabt. Er ist selbstständig gewesen, die Firma ist den Bach runtergegangen. Wir haben unsere Wohnung verloren, dadurch sind zwangsgeräumt worden. Oh. Eine ganz furchtbar schreckliche Sache. Das haben wir zusammen durchgestanden, haben eine tolle neue Wohnung gefunden. Aber dieses Problem ist nie so richtig ausgesprochen worden. Also diese Zwangsräumungsgeschichte und das alles, das war voriges Jahr. Das war im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Dann habt ihr euch aber wieder ein bisschen gefangen und eine neue Wohnung, sagst du, eingerichtet und gemietet. Ja, das ging also ganz toll. Wir haben eine schöne neue Wohnung gefunden, haben die toll renoviert und sind auch zusammen wieder dort eingezogen. Aber wenn so ein Grundproblem nicht ausgesprochen wird, dann kriselt es immer aus. Was war denn das Grundproblem? Das Grundproblem ist gewesen, dass mein Lebensgefährte nie gesprochen hat. Ich habe gesagt, lass uns reden über das Problem und er hat immer gesagt, schlag ein Thema vor. Also das war schon mal eine ganz beschissene... Was war denn das Problem deiner Auffassung nach? Das Problem schlechthin war, dass wenn Probleme anstanden, er nie mit mir offen drüber gesprochen hat. Achso, es gab kein spezifisches, sondern dieses generelle Schweigen von seiner Seite aus. Das generelle Schweigen, ja. Dass die Firma kaputt gegangen ist, das habe ich auch ganz zum Schluss erst erfahren. Und dass wir geräumt werden sollten, habe ich auch erst 4 Wochen vorher erfahren, durch einen ganz dummen Zufall. Das hast du gerade gesagt, er ist vor Weihnachten letztes Jahr, hat er dich und den Sohn verlassen. Ja, richtig. Von heute auf morgen? Von jetzt auf gleich. In einer Nacht- und Nebelaktion? Mehr oder weniger. Er hat mir 3 Tage vorher gesagt, er hätte eine neue Frau kennengelernt, aber die hätte damit nichts zu tun. Ich habe die beiden dann getroffen, auch durch einen Zufall. Und sie hat mich also wüst beschimpft und auf meinen Lebensgefährten eingeredet. Verlass sie, hau ab, hol deine Klamotten da raus, sieh zu, dass du wegkommst. Und dann war er weg. Das hat er gemacht. Tolle Weihnachten für euch, für dich und den Kleinen dann. Für die ganze Familie. 2000, ne? Ja, das war also... eine große Kränkung auch für dich, ne? Wenn sowas Schlag auf Schlag kommt und... sich da schon was angebahnt hat bei ihm und er das gar nicht gesagt hat und nichts verlauten hat lassen. Jetzt heißt unser Thema am eigenen Schopf herausgezogen. Ja, natürlich. Für mich ist natürlich erstmal eine ganze Welt zusammengebrochen, für unser Kind natürlich auch. Der hatte sich das erste Mal ganz bewusst auf Weihnachten auch gefreut. Nur will ich dieses Fest da auch nicht hochstilisieren. Für Kinder ist es ganz toll, für Erwachsene zwangsläufig natürlich irgendwo auch. Aber er hat mich sitzen lassen, ohne dass ich einen Pfennig Geld hatte. Ich bin nur nebenbei beschäftigt und hatte zu der Zeit dann auch Urlaub, weil wir gemeinsam mit meinen Eltern wegfahren wollten. Wir waren eingeladen. Nun war das in dem Moment eine Katastrophe, ein Einbruch. Ja. Heute haben wir Mitte Februar 2001. Was hast du gemacht, dass du sagst, ich habe mich am eigenen Schopf innerhalb dieser wenigen Wochen herausgezogen? Ich habe natürlich erstmal gedacht, gut, er wird 40 direkt am 2. Januar.
Das muss für ihn eine große Katastrophe sein. Vielleicht besinnt er sich danach. Und bis dahin habe ich dann abgewartet und es hat sich nichts getan. Mhm. Er hat sich also nicht gemeldet. Mhm. Er hat sich um sein Kind nicht gekümmert. Er hat sich nicht darum gekümmert, wovon wir leben, wo ich, ich sage es jetzt mal ganz einfach, Essen beschaffen kann, weil er wusste auch, dass ich zu der Zeit Urlaub habe. Mhm. Und also die Katastrophe hält vor. Hast du gemacht? Jetzt nicht mehr. Nee, aber während der Januarwoche, ne? Ja, ich bin dann zum Sozialamt gegangen und es war ein wirklich sehr schwerer Schritt für mich. Wenn man wirklich von ganz oben nach ganz unten fällt, ist es natürlich auch sehr schwer, das zu tun. Mhm. Und das Einzige, was man mir da gesagt hat, war, es sei sehr eigentümlich, weil mein Lebensgefährte bis dahin sich noch nicht bei uns angemeldet hatte. Das hatten wir getrennt gemacht. Mhm. Und man könnte ja gar nicht nachprüfen, ob er nun wirklich da jemals gelebt hätte oder auch das nicht. Das waren so die Schwierigkeiten jetzt auf dem Sozialamt. Was ist jetzt konkret passiert, Anja, heute, dass du sagst, ich stehe eigentlich doch jetzt wieder relativ stabil da? Was hast du gemacht konkret? Ganz konkret habe ich mir eine Arbeit gesucht in meinem alten Beruf. Ich habe Zahnarzthelferin gelernt. Und das hat so schnell auch geklappt? Es hat sehr schnell geklappt. Mhm. Ich habe durch Zufall eine Annonce gelesen bei einem Zahnarzt direkt bei mir in der Nähe. Mhm. Bei dessen Vorgänger hatte ich schon einmal gearbeitet, habe mich dort vorgestellt. Und bei dieser ganzen Problematik bin ich mit einer unglaublichen Leck-mich-am-Arsch-Stimmung dahin gegangen, ohne Unterlagen, ohne alles, habe mich vorgestellt. Und ist vielleicht manchmal die beste Haltung, ne? Und dann schafft man es auch. Ich habe den Spieß einfach mal umgedreht. Ja, wenn man es unbedingt will und mit Gewalt irgendwas erzwingen will, dann funktioniert es eben nicht. Ne? Nein, überhaupt nicht. Aber das ist erstaunlich. Der große Crash war im Dezember und jetzt im Februar stehst du schon wieder quasi auf eigenen Beinen. Ich habe am Montag die Zusage bekommen. Ich habe heute meinen Vertrag unterschrieben. Ja, fantastisch. Und du brauchst das Sozialamt nicht. Richtig, ganz genau. Ich hätte es zwar in Anspruch nehmen können, aber so ganz wohl war mir nicht dabei. Ich glaube, dass einem das ja selbst auch gut tut, ne? So vom Selbstbewusstsein her, wenn man das selbst in die Hand genommen hat ganz und es fluppt dann wieder. Ja, ne? Ganz genau. Und ich bin an mir selber unglaublich gewachsen. Ich habe natürlich, es tut mir immer noch unglaublich weh, wenn ich mir vorstelle, dieser Scheißkerl hängt jetzt mit irgendeiner anderen Frau da zusammen. Und wir hatten uns getroffen, er hat sich also kolossal verändert innerhalb weniger Wochen. Kümmert er sich denn um den Jungen? Nein, gar nicht. Auch das nicht mal? Nein, aber das ist doch sein Sohn, ne? Ja. Das ist sein Sohn? Ja. Und er kümmert sich gar nicht um den Jungen, 4 Jahre alt. Er ist einem neuen, das Kind dann ans Herz gewachsen. Und es besteht doch bestimmt eine enge Bindung auch zwischen ihm und dem Sohn. Wir werden eine ganz normale Familie, eine völlig normale Familie, wie jeder andere auch. Und von heute auf morgen war das vorbei. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Was geht in solchen Männern vor? Das frage ich mich auch. Ja, frage ich mich auch. Und da muss man als Frau sehr weitsichtig sein und sich nicht hängen lassen, sondern nach vorne schauen. Mhm. Und das ist eigentlich, warum ich auch anrufe. Man kann als Frau oder überhaupt als Mensch solche Kräfte entwickeln, dass man über die eigenen Probleme, über das eigene Verletztsein... Ja, also ich finde das schon beeindruckend. Du bist nicht auf der Jammerschiene, könntest du ja auch sein. Ja gut, aber kurz nur. Ein bisschen darf man auch jammern manchmal. Aber dann muss man auch aktiv sein, das hast du geschafft. Ja, aber so für mich alleine am Abend weine ich natürlich schon auch, klar. Aber logisch, alles klar. Anja, jetzt wünsche ich dir, dass sich das zumindest wieder so hinbiegt, dass der Kleine einen Kontakt zu dem Vater hat, dass sich das wieder ergibt. Ja. Und dir viel Erfolg im Job, ne, dass wieder richtig schön die Zähne den Leuten herstellst, mit Hilfe des Zahns. Ich starte durch jetzt, absolut. Alles Gute. Ich bedanke mich. Und toi, toi, toi. Tschüss, Anja. Viel Glück noch. Dankeschön. Tschüss, Domian. Tschüss. Am eigenen Schopf herausgezogen. Haben wir doch alle, na, vielleicht nicht alle, aber viele von uns haben das doch schon erlebt, dass man in einer Krisensituation war und dachte, ich komme nicht mehr weiter. Was ich mache, mache ich falsch, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und es dann trotzdem zu schaffen, aus eigener Kraft, ohne große andere Hilfe, quasi so wirklich, sprichwörtlich am eigenen Schopf, sich herauszuziehen. Wenn ihr mir davon aus eurem Leben erzählen wollt, würde mich freuen. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Wie habt ihr es geschafft, aus schlimmen Situationen alleine herauszukommen? Svenja, 20 Jahre alt, guten Morgen. 22. Ja. Hier steht 20, na gut, 22. Naja, okay. Ich hatte schon mal angerufen, das ist aber schon jetzt ein bisschen her, das war im Oktober. Und da habe ich mit dir über das Thema gesprochen, dass ich ziemlich stark von Abführmitteln abhängig war.
wenn du dich erinnerst. Ja, ja, ja. Und da habe ich so sehr mit dir geschimpft, ne? Ja. Ich habe dir gesagt, dass du dich völlig kaputt machst, ne? Ja, sag mir nochmal, wie viele Mengen waren das, die du da in dich hineingestopft hast? Das waren circa 20 Stück alle 2 Tage, also bis zu 140 die Woche. Mhm. Auch eine Form der Essstörung, ne? Mhm. Kann man sagen. Und dann hast du, habe ich dir gesagt, das ist ja unglaublich. Das macht der Leib, der Körper, der Magen nicht mehr lange mit. Ja, eben, das geht dann alles den Bach runter. Mhm, naja, also ich habe... Sag nochmal, um es nochmal zu rekonstruieren. Ja. Wie lange hast du das eigentlich schon praktiziert damals, als du mich angerufen hast? Also angefangen hatte das 1997. Mhm. Und richtig schlimm wurde es dann, also regelmäßiger auch seit 99, weil ich davon zu Hause ausgezogen bin. Mhm. Und das waren hinterher auch relativ starke Abführmittel. Ja, das war immer dasselbe, aber es war immer eine höhere Dosis halt. Sodass der Abführvorgang, das war Durchfall? Ja. Ja. Mhm. Ja. Naja, jedenfalls, also ich hatte ja mit dir gesprochen und von deinem Psychologen dann auch so ein paar Selbsthilfenummern gekriegt. Mhm. Da hatte ich zwar angerufen, aber ja, die einen wollten dann 20 Mark haben pro Abend und die anderen waren am anderen Ende der Stadt, also es kam alles nicht in Frage für mich. Mhm. Und da hatte ich also gedacht, nee, jetzt muss ich auch, es muss ja auch irgendwie was passieren, das ist ja letztlich meine Entscheidung, wie ich es mache. Ja. Ich kann ja nichts damit anfangen, wenn ich mich da in eine Gruppe setze mit mehreren Leuten, denen es auch schlecht geht und die dann auch alle heulen, dass es ihnen schlecht geht. Also richtig helfen konnte ich mir eigentlich nur selber. Und du hast dir selbst geholfen? Ja, ich bin in keine Selbsthilfegruppe gegangen, sondern ich habe es einem Freund erzählt. Mhm. Das ist mein Ex-Freund, der ist aber mittlerweile eher auf Jungs orientiert. Aha, und jetzt dein bester Freund, oder wie? Ja, richtig. Ah ja. Mhm. Und ich habe ihm das halt erzählt, was los ist und dass ich damit sehr Schwierigkeiten hätte. Mhm. Und dann hat er halt vorgeschlagen, dass ich ihm... dass also er mir quasi als schlechtes Gewissen im Hintergrund zur Verfügung steht. Da habe ich ihm also immer dann Bescheid gesagt, wenn ich halt so Einbrüche hatte, es wurde dann also erstmal schon weniger. Und du hast es ihm wirklich dann auch ganz diszipliniert immer gesagt? Du hast angerufen und hast gesagt, hier, pass auf, ich habe wieder 20 Tabletten genommen. Ja, beziehungsweise SMS geschickt oder E-Mail geschrieben, das geht ja heute alles. Hast du ihn informiert, nachdem die Tabletten schon geschluckt waren? Ja. Oder kurz vorher? Nein, danach. Ah ja. Nicht davor. Also davor, weil es war ja nicht mehr abzuwenden. Ich wusste dann, geht jetzt. Naja, und es ist aber weniger geworden schon mal. Und dann bin ich auch zur Apotheke gegangen und hatte da mit denen geredet. Lass mich noch eine Frage fragen. Ja. Wenn du ihn informiert hast, hier, ich habe jetzt wieder 20 Dinger in mich reingepfiffen. Ja. Hat er dann reagiert? Hat er angerufen oder gesimst? Hat dich beschimpft oder hat er irgendwas gemacht? Nein, er hat mir nur einmal gedroht, wenn ich also richtig mager würde, würde das meinen Eltern erzählen. Mhm. Das war zwar ein bisschen, weil sie würden es ja eh merken, aber er hat da so nichts gemacht. Ich habe es halt nur, weil es ja für mich auch schon mal Überwindung kostete, ihm das überhaupt immer wieder zu sagen. Geschickter Trick. Genug. Geschickter Trick, ja. Erzähl mal weiter, mit der Apotheke warst du gerade. Ja, da bin ich hingegangen und dann habe ich halt gesagt, ich würde das eine Präparat halt nehmen und ob es ein anderes gäbe, was halt besser wirken würde. Mhm. Und da haben sie mir ein anderes gegeben, das auch rezeptfrei halt. Und das konnte ich dann erstmal in einer normalen Dosis verwenden. Das brauchte ich also nicht mehr in Übermengen da zu nehmen, weil es recht stark war. Und das war ja nur ein Trick, ne? Ja. Hast du ihm das auch so erzählt? Ja. Ah ja. Habe ich mit ihm auch besprochen. Er fand das auch ganz toll. Also rigoros offen warst du mit ihm? Ja. Ja? Also er weiß von mir wirklich von vorne bis hinten alles. Naja, und jedenfalls habe ich dann... ja, ein anderes Präparat gehabt und das konnte ich dann besser stückweise absetzen. Das waren dann höchstens noch 4 Tabletten statt 20. Dann waren es dann hinterher 3, dann 2 und jetzt sind seit 2 Wochen eben überhaupt keine mehr. Seit 2 Wochen keine mehr? Nein, gar nicht. Bravo, Gratulation. Wenn man das 3 Jahre gemacht hat und 3 Jahre in so einer Sucht, das ist ja eine Sucht, ein Suchtverhalten, gelebt hat, dass in doch dieser recht kurzen Zeit mit so einem Trick... und so eine Ehrlichkeit dann auch zu schaffen, das ist aber wirklich, also Respekt. Also es ist insofern ja leicht, es ist ja eigentlich nur eine psychische Sucht. Es ist ja nicht, dass ich da Entzugserscheinungen habe. Ist klar. Also bis auf das Verdauungssystem, was halt sich wieder daran gewöhnen musste, ohne klarzukommen, war es eigentlich dann recht nur noch eine psychische Sache. Jetzt habe ich das nicht mehr so ganz genau in Erinnerung von damals. Ja. Wie war dein eigentliches Essverhalten? Hast du normal gegessen und dir dann immer die Dinger reingepfiffen? Oder hast du auch in Übermengen gegessen und dann die Abführmittel genommen? Nein, ich hab immer sehr, sehr wenig gegessen. Und wenn es dann in Anführungsstrichen normal wurde, dann habe ich das genommen. So. Oder wenn ich unter Druck stand und so und dann es nicht aushalten konnte. Ja, so, jetzt ist ja die Frage, du nimmst jetzt keine Pillen mehr ein, keine Abführmittel. Ja. Isst du denn auch wieder normal? Ja, so was heißt also normal? Klar, also ich esse nicht mehr sehr wenig, sondern regelmäßiger.
also mittags und morgens. Also es besteht, ich meine, ich will darauf hinaus, also wir müssen also keine Sorge machen, dass du jetzt magersüchtig wirst, weil du gar nichts mehr isst. Nein, nein, das nicht. Also ich gehe statt eben, also irgendwas will ich natürlich tun, weil ich habe natürlich auch zugenommen da erstmal danach. Mhm. Was natürlich immer eine Katastrophe ist, wenn man ess- und magersüchtig ist, ne, essgestört ist. Naja, da konnte ich ja wenigstens meinen Freund für anschreien. Wie viel wiegst du denn jetzt? Jetzt wiege ich 52 Kilo bei 1,70. Verdammt schwer. Nein, aber es ist natürlich verrückt, ne? Dass man, wenn man eine solche Erkrankung hat, dass man denkt, wenn man von 50 auf 52 aufsteigt, dass man schon zu dick ist, ne? Ja, so ein Quatsch. Ist Krise, wirklich. Ich mache jetzt auch Joggen regelmäßig, so eine Stunde und so, und das klappt also eigentlich ganz gut. Man fühlt sich halt auch besser. So, wenn man einmal im Leben so etwas gehabt hat, das ist wie bei den Alkoholikern, dass man nie so ganz richtig davon loskommt. Ja, das stimmt. Ne, wie groß, du bist ja erst noch ganz frisch, das sind ja erst 2 Wochen. Warst du schon in den letzten 2 Wochen in der Versuchung, das vielleicht doch nochmal zu nehmen? Ja, war ich auch. Hast du die Pillen auch zu Hause noch versteckt irgendwo? Nein, die habe ich meinem Freund gegeben. Der hat sie für mich weggeschmissen, die letzten, die ich noch hatte. Das ist auch gut. Das heißt, du müsstest extra zur Apotheke gehen, ne? Ja, ich müsste zur Apotheke gehen. Aber ich habe auch jetzt, also ich kaufe einmal die Woche nur noch ein, so Essen, was ich halt so brauche, und dann nehme ich auch sonst kein Geld mit in die Stadt. Also das ist eigentlich dann... Also ich will mal sagen, Kompliment. Du bist super diszipliniert. Das sind alles so Sachen, so kleine Tricks, wie man sich selbst überlisten kann. Ne? Das schaffen viele Menschen nicht alleine, aber du schaffst es. Und das ist schon eine tolle Sache. Auch die Geschichte mit dem, dass du deinen Ex-Freund immer informiert hast, ist eine tolle Sache. Er war mein schlechtes Gewissen, hast du gerade gesagt. Ne? Ja. Ja. Das hilft. Also ich meine, es hilft, weil es ist ja auch irgendwo peinlich. Ja. Wenn man es dann immer wieder sagen muss, beziehungsweise schreiben oder sonst wie. Klar, ganz klar. Ist halt peinlich. Und ich glaube, dass man dann selbst, dass du jetzt eigentlich selbst stolzer bist, es so geschafft zu haben, als wenn du zu einem Therapeuten gegangen wärst oder in eine Selbsthilfegruppe. Ja, ne? Glaube ich auch. Ne? Jetzt ist es ja dein eigenes Gelingen. Das hast du alleine geschafft. Ne? Ja, richtig. Und dann, wenn es auch nicht geklappt hätte bei einem Therapeuten, dann hätte ich auch wieder die Schuld anderen gegeben. Hätte ich genau, gesagt, ganz ja, genau, ja. Schuld. Anstatt dann mal zu gedenken, das ist doch eigentlich das meine Problem und meine Schwierigkeit. Ja. Also ich gratuliere wirklich, freue mich sehr für Svenja und wünsche, dass du dass es schaffst jetzt, ne? Dass es keinen Rückfall mehr gibt. Okay, danke schön. Alles Gute. Und dir noch alles Gute für deine Sendung, die ist echt klasse. Sehr, sehr herzlichen Dank. Tschüss, Svenja. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Bei Alex weiß ich nie, ob Alex eine Frau oder ein Mann ist. Deswegen bin ich mal so frei und frage ganz einfach. 25 Jahre ist er oder sie. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ein Hi. Mann. Alex hier. Ein Mann. Ja, ein Mann. Ja. Mein Thema ist, ich war 4 Jahre heroinabhängig. 4 Jahre, ja. Ja, ich habe erst 2 Jahre geraucht und 2 Jahre gespritzt. Mhm. Und ich bin dadurch losgekommen. Mein Vater hat damals bei mir im Zimmer ein Radio gesucht, weil ich damals ein Pfandhaus gebracht habe. Ich habe das nicht verstanden. Was nochmal? Mein Vater hat damals in meinem Zimmer ein Radio gesucht. Ein Radio so? Mhm. Ja, ein Radio, weil ich damals ein Pfandhaus gebracht habe. Und in meinem Rucksack hatte ich damals meine Spritzen versteckt. Und er hat in diesem Rucksack geguckt und hat halt meine Spritzen gefunden. Und er ist dann zum Arzt und hat gesagt, Jung, ich helfe dir. Und ich habe gedacht, der schmeißt mich raus oder sonst was, weil ich wusste das auch nicht. Mhm. Und er hat gesagt, ich helfe dir. Und wir sind halt zusammen zur Drogenberatung gegangen. Und der von der Drogenberatung hat er gesagt, ich soll entgiften und Therapie machen. Ja. Ich bin halt nach Bettbusch gegangen, 2 Wochen später, weil man muss auch eine gewisse Zeit warten. Und ich bin dann nach Bettbusch gegangen, habe dann entgiftet auf Methadon. Mhm. Und seitdem geht es mir richtig gut. Wo hast du das gemacht in Bitburg? In einer Klinik? Ja, in einer Entgiftungsstelle. Ja. Und die wollten mich auch direkt in Therapie schicken, aber ich habe gesagt, ich mache keine Therapie, weil das ist mir auch alles so stressig bei dem Psychotherapeuten, bei den Psychiatern. Und die nehmen einen auch so auseinander und ich habe gesagt, das halte ich nicht durch. Wie lange hat diese Entgiftung gedauert? 2 Wochen. 2 Wochen. Das war die Hölle, was, oder? Das heißt die Hölle. Ich habe Methadon bekommen. Und wo ich das Methadon bekommen habe, ich habe von dem Entzug gar nichts gemerkt. Also Methadon, kann man sagen, ist so eine Art Gegengift, ne? Ja, Gegengift, ja, genau. Um das so ein bisschen... Genau, ein Opiat auch. Genau, damit man das nicht, dass man nicht so sehr leidet bei der Entgiftung. Ja, ne? Genau. Ja. Ich konnte auch schlafen und ich habe genug Entzüge durchgemacht, wo ich den Affen geschoben habe zu Hause. Wie lange ist das denn jetzt her, die Geschichte? Seit ich die Entgiftung gemacht habe? Ja, im Dezember. Im Dezember. Nur hat der Vater dir den Anstoß eigentlich gegeben dazu, ne? Ja. Aber du hast weil es letztendlich... Ich habe mir nie getraut, weil ich habe immer gedacht, ich komme da nicht raus und freuen und was weiß ich, alle wussten das, nur halt meine Eltern nicht, weil die haben mir gedacht, ich bin am Kiffen, weil ich halt auch mal so dicht und benebelt durch die Wohnung gelaufen bin. Mhm. Und ich habe mich nie getraut, irgendwas zu sagen. Ich habe gedacht, ich verliere meine Eltern, die schmeißen mich raus. Aber die haben gesagt,
komm Jung, wir helfen dir, dass das Zeug aus St. Kippa rauskommt. Also und kann man sagen, du auch keine Arbeit halt wegen das Zeug. Ja. Und deshalb bist du auch mal so blass und so dünn und ne. Kann man sagen, weil die Eltern gesagt haben, wir helfen dir, hast du dir eigentlich selbst erst helfen können? Ja, ja genau, ja, genau. Wie hast du das denn, wenn du 4 Jahre drauf warst? Du hast während der Zeit bei deinen Eltern gelebt, ja, ne? Ja. Wie hast du das finanziert? Durch Klauen auch. Durch meine Oma, ich bin immer durch meine Oma, ich habe gesagt, ich kriege nichts zum Essen, weil ich halt auch so dünn war. Habe ich mal gesagt, ich habe Hunger und so, da hat die mir 20 Mark gegeben, 50 Mark gegeben. Oder meine Eltern haben mir Geld gegeben oder mein Vater ist Busfahrer und er hat zu Hause einen Wechsler gehabt vom Bus. Oh je, dann hast du da, bist du daran gegangen. Ich habe auch viel Geld rausgenommen. Haben die das denn nicht gemerkt, deine Eltern? Weil meine Mutter hat auch am Putzen Geld rausgenommen und ich habe auch Geld rausgenommen. Und dann sah das so aus, als hätte meine Mutter das Geld rausgenommen. Ist ja noch gemein, dann hat dein Vater gedacht, deine Mutter war das. Ja, ja. Hast du denn jetzt im Nachhinein da mal gebeichtet? Ja, ja, das ist rausgekommen, klar. Und ich habe das Geld rausgenommen und so, das rausgekommen. Deshalb fehlt auch mal so viel Geld aus dem Wechsler und jetzt wissen wir, wo die Ursache lag und so. Und ich habe auch viel geklaut. Ich habe nur Anzeigen offen. Die erste Verhandlung habe ich jetzt im Februar, am 28. Aber die Eltern haben dir vergeben? Die haben mir vergeben. Es sind jetzt noch Anzeigen wegen gewisser, diverser Delikte. Ja. Auch in Bettburg hatten man gewisse Gruppen mit einem Psychiater zusammen und der meinte zu mir, wie geht das hier nach weiter? Ne? Ich sage, ich möchte auf jeden Fall eine eigene Wohnung, da ich erstmal frei von zu Hause bin, weil ich hatte auch immer Stress zu Hause und so, ich wurde unter Druck gesetzt und Stress und alles. Du bist ja schon 25 Jahre alt. Ja, ja. Warst 4 Jahre auf der Nadel, an der Nadel, kann man sagen. Ja. Hast du vorher was gelernt? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. So, jetzt beginnt ja quasi für dich ein neues Leben. Ja, ich bin aus der Schule gekommen, habe damals eine Lehre als Schreiner angefangen, dann als Metzger. Ja, und dann fing die Drogenkarriere an. So, Alex, jetzt bist du clean, seit Dezember, sagst du. Ja. Und wir wollen hoffen, dass es jetzt auch so bleibt. Ja. Wie gehst du dein Leben jetzt an? Wie packst du es an? Also ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Seit Januar, Anfang Januar, habe ich eine eigene Wohnung. Und ich mache jetzt Abendschule, meine mittlere Reife. Ah ja. Ich gucke jetzt, dass ich eine Arbeit kriege. Und von der Arbeit bezahle ich ja meinen Führerschein. Also da ich erst gar nicht... Also viele Pläne. Ich habe viele Pläne. Wer finanziert die Wohnung? Zurzeit das Sozialamt. Das Sozialamt. Na, ist ja auch okay. Du machst ja auch was. Du gehst zur Schule, machst deine mittlere Reife nach. Ja. Und kannst dann hoffentlich ja vielleicht auch was arbeiten. Was wäre dein Traum, was du gerne arbeiten möchtest? Ich wollte Zahntechniker machen. Zahntechniker. Sind die Chancen ganz gut, wenn du jetzt die mittlere Reife gemacht hast? Ja, da sind die Chancen eigentlich ganz gut, ja. Und einen Führerschein willst du machen? Ja. Also es geht so richtig voran jetzt? Ja. Muss bergauf gehen, ne? Ja, wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst, die letzten 4 Jahre, kommt dir manchmal so das kalte Grausen und du denkst, Scheiße, was hab ich da bloß gemacht? Nee, da kommt mir nicht das Grausen, da kommt mir einfach nur das Zorn. Da kommt mir einfach nur das Zorn, weil ich meinen Eltern angetan habe, weil ich meine Mutter angetan habe, meine Schwester. Hast du zwischendurch mal gedacht damals, ich bin so weit unten, ich schaff das nie? Ja, ich habe gedacht, ich schaff das nie und ich habe mir auch von einer Freundin die Karten liegen lassen, die sagt, nächstes Jahr im Mai wirst du den goldenen Schuss machen. Und ich habe da so dran geglaubt, ich denke, da musste mal irgendwas passieren, weil ich hatte damals auch LSD genommen, hatte sogenannte Horrortrips. Du musst dann ja auch Unmengen Geld ausgegeben haben dafür. Ja. Ne? Hast du so einen Überblick, was du im Monat für Drogen ausgegeben hast? Ein paar tausend Mark waren das auf jeden Fall. Und ganz viel zusammen geklaut. Ja, geklaut. Sind denn diese Verfahren oder die Anzeigen, die hier laufen, sind die sehr bedrohlich für dich? Kann das noch böse enden? Ich bin vorbestraft. Ich war vorgestern bei der Polizei. Ich habe da einen Kollegen so von der Polizei, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und er sagt, ja, da gucken wir, ob der da irgendwas machen kann. Ne? Also, du bist auf dem besten Wege jetzt. Das ist sehr schön. Ich hoffe auch, weil ich meine, ich denke manchmal schon daran, an die alte Zeit. Und ich meine, die Nadel in meinem Arm, sondern den Kick will ich nicht nochmal haben. Aber dieser Kick, den man dann im Kopf bekommt, das ist das Ausschlaggebende eigentlich. Ja, aber ich hoffe für dich, dass du diesen Kick nicht mehr kriegst. Ne? Ja. Weil dann kannst du alles vergessen. Dann kannst du deine Wohnung vergessen. Ja. Den Zahntechniker vergessen und du kannst vergessen... Die Wohnung werde ich nicht aufgeben dafür. Eben. Weil wenn ich immer abhängig werde und rückfällig werde, dann, ich meine, ich habe auch so viel Möbel jetzt bei mir in der Wohnung stehen, ich schätze mal, da werde ich ja noch alles verkaufen. Kannst du alles dann vergessen, ja, Alex. Ja, klar. Ich wünsche dir toi 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 für die Zukunft. Jo. Für alles. Dankeschön. Tschüss, Alex. Jo, tschüss. 43 Jahre alt. Kurt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo. Dich.
Ich bin froh, dass ich mal einmal durchgekommen bin. Ich versuche schon nicht nur Monate, sondern schon bald Jahre, sage ich mal so. Na, das ist umso schöner. Zu dem Thema, am eigenen Shop herausgezogen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin Paniker. Das heißt, ich habe mehr als 10 Jahre unter Angst- und Panikstörungen gelitten. Mhm. Und was hat man sich darunter vorzustellen, wenn man wirklich krankhaft unter Angst und Panik leidet? Wie hast du gelebt in der Zeit? Ja, Alltagssituationen, sag ich mal, wie Einkaufen oder Autofahren, war gar nicht mehr möglich. Mhm. Ich habe, wenn ich zum Beispiel eine rote Ampel gesehen habe, da geriet ich in Panik und musste aus dem Auto raus, mehr oder weniger. Einkaufen war fast gar nicht mehr möglich. Wegen der Menschen dort? Ja, ob das jetzt nur die Menschen waren und so, weiß ich nicht. Es war einfach, ich sag mal so, kein Fluchtpunkt da. Mhm. Hatte das zur Folge, dass du dich fast ganz zurückgezogen hast in deine Wohnung? Absolut. Konntest du arbeiten? Ich bin natürlich bin ich arbeiten gegangen, aber ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich 2 Pleiten miterlebt. Mhm. Und da kam dann dazu noch, dass ich längere Zeit arbeitslos war. Mhm. Was bist du vom Beruf? Was hast du gelernt? Kaufmännischer Angestellter. Ja, genau. Warst du in diesen Zeiten solo, alleine oder hattest du eine Beziehung? Nee, ich war allein. Mhm. Ich habe mich auch durch diese Angst- und Panikstörung immer mehr vom Gesellschaftsleben oder vom Bekanntenkreis zurückgezogen. Auch immer weniger Freunde wahrscheinlich. Ganz genau, genau. Hatte natürlich dann auch zur Folge, dass mich natürlich auch keiner mehr besucht hat. Ne? Was war der Höhepunkt dieser Erkrankung für dich? Ja, das war Mitte 99, sag ich mal so. War längere Zeit arbeitslos und wurde immer schlimmer mit den Angst- und Panikstörungen. Im Moment bin ich auch sehr, sehr aufgeregt, aber da muss ich jetzt durch. Da muss jetzt durch. Aber wir beide schaffen das schon. Und es wurde dann halt eben so schlimm, dass ich zu gar nichts mehr in der Lage war. Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Mhm. Ich habe dann weder Essen noch Trinken zu Hause gehabt, außer Wasser aus dem Kran. Mhm. Und das ging dann so, ein paar Tage, bis ich dann gesagt habe, zu mir gesagt habe, ich bin einfach nicht mehr bereit, diese Situation so zu akzeptieren, ich muss jetzt was unternehmen. Mhm. Und da habe ich eine Freundin von mir, die arbeitet hier in einem psychiatrischen Krankenhaus, die habe ich morgens angerufen und ich sage, es ist jetzt soweit, ich sage, jetzt kannst du mich mitnehmen, ich bin Fall für einen Psychiater. Mhm. Und da sagt sie, ja mal langsam, wir reden mal erst drüber. Sie ist dann auch vorbeigekommen und hat mich dann auch mitgenommen. Mhm. Und dann bin ich Gott sei Dank da aufgenommen worden, sofort im Krankenhaus. Sofort. Mhm. Und dann in den ersten 1-2 Tagen ging es dann sofort besser. Mhm. Und dann muss ich jetzt dazu sagen, dass ich diese Situationen, die ich vorher nicht mehr konnte, die habe ich mir alle selbst erarbeitet, ohne Medikamente, ohne alles. Zum Beispiel? Ja, ich bin, hier gab es, der Ort heißt Rehde, hier gab es einen Klumpensonntag und da bin ich dann voll in die Menschenmenge reingegangen. Was gab es da, einen Klumpensonntag? Klumpensonntag nennt sich das. Was ist das? Ja, das ist ja so ein offen Sonntag, so ein Jahrmarkt, sag ich mal. Ach so. Wo es Attraktionen gibt und so weiter. Ja, da bin ich dann voll in die Menschenmengen, natürlich voll in Panik, habe dann auch sofort einen Rückzieher gemacht und dann habe ich dann 3-4 Mal versucht. Bist du selbst auf die Idee gekommen oder haben dich die Ärzte darauf gebracht, das zu machen? Das habe ich selbst gemacht. Und da warst du auch nicht mehr in der Klinik? Da war ich mehr als 3 Monate. Ach so, das war sofort in der ersten Woche, das erste Wochenende. Und hast dir für dich überlegt, ich muss mich jetzt der Situation aussetzen, vor der ich am meisten Angst habe. Ganz genau. Das ist ja wirklich fantastisch. Das heißt, ohne dass ein Psychologe, Psychiater dir gesagt hat, gehen Sie raus, machen Sie das. Ja, es war so, dass man so die ersten Tage erstmal in Ruhe gelassen wird, sag ich mal, um wieder zu sich selbst zu finden und so. Und dann, was mir auch sehr geholfen hat, das waren die Gespräche unter uns Patienten. Mhm. Sag mal noch ein paar Beispiele. Also du bist rausgegangen auf den Jahrmarkt in eine Menschenansammlung, die dich sonst in Todesangst versetzt ganz hätte. Ganz genau. Ja, was hast du noch gemacht? Dann bin ich in den Supermarkt einkaufen gegangen. Mhm, dann habe ich... Wie war es dir da? Mach's mir mal ein bisschen verständlich. Wie war es dir da zumute, als du dich dem ausgesetzt hast? Beispielsweise im Supermarkt. Hat man da Schweißausbrüche? Ach, sämtliche Symptome. Schweißausbrüche. Das Herz schlägt. Kreislauf und Schwindel, Herz schlägt. Und man hat einfach die Angst, du brichst jetzt gleich zusammen und bist tot. Also da geht's auf gar keinen Fall mehr. Und welcher Gedanke hat dir geholfen? Hast du einfach gesagt, nein, ich zieh's jetzt durch, ich mache es jetzt? Ja, ich habe dann, als ich mir gedacht habe, die Situation, die muss ich jetzt durchleben, habe ich ja immer wieder nochmal Rückzieher gemacht, sage ich mal so. Mhm. Aber dann habe ich halt eben immer wieder gedacht, nee, weißt du, da musst du jetzt einfach durch. Andere schaffen das doch auch. Und war das dann ein sehr großes Erfolgserlebnis, an der Kasse zu stehen und dann endgültig den Beutel zu nehmen und zu gehen?
Ja, ich war im Prinzip froh, als ich wieder raus war, die ersten Male. Dann habe ich nur noch draußen tief durchgeatmet. Mir hat mir erstmal eine Zigarette angesteckt und dann war ich erstmal froh. Und als ich das so dem Mitpatienten erzählt habe, dann hieß das nur, boah, super. Da warst du der Held auf der Abteilung wahrscheinlich, ne? Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Naja, also andere haben das natürlich auch gemacht. Ich meine, ich war nicht alleine der Held, muss ich ja, aber sagen. Da gehört schon viel Mut zu. Du warst mehrere Monate in dieser Klinik. Und hast dort wahrscheinlich auch eine Gesprächstherapie gemacht oder so etwas. Die mir auch sehr geholfen hat, davon abgesehen. Und parallel aber diese Eigentherapie auch, dich in diesen Dingen ausgesetzt. Ganz genau. Ich hatte mal in einer Zeitschrift von dieser sogenannten Konfrontationstherapie gehört, die in Münster durchgeführt wird. Ja. Und ich denke, Mensch, wenn das andere schaffen, das schaffst du auch. Jetzt war ich allerdings im Krankenhaus auf dieser Station und fühlte mich da in einem gewissen beschützten Rahmen, sag ich mal so, dass ich da aufgefangen werden konnte. Und das ist ja, wahrscheinlich auch das, was mir auch am meisten geholfen hat, die Gespräche. Ich glaube auch, dass das, was die Dornier-Stiftung unter anderem in Münster macht, eine ganz tolle Sache ist, diese Konfrontationstherapie. Ne? Dass man sich brutal der Angst aussetzt, ja, aber es kostet Kraft, vor der man ungeheure Angst hat. Ne? Das kostet wahnsinnige Kraft, ganz bestimmt. Aber ich bin eigentlich am Telefon, um anderen Menschen, die auch unter Angst- und Panikstörungen leiden, Mut zu machen. Mhm. Einfach zu sagen, Mensch Leute, haltet durch oder versucht es einfach und vor allen Dingen versucht es immer wieder. Wie ist denn die Situation jetzt heute, Kurt? Bist du völlig im Lot wieder? Ja, ich habe sogar den Zahnarzt geschafft. Ach, das war auch schlimm, zum Zahnarzt zu gehen. Ja, das war eigentlich so auch eine der größten Ängste, die ich gehabt habe. Aber nicht Angst vor den Schmerzen, sondern vor dem Ausgeliefertsein, oder? Ganz genau, das Aushalten. Ne? Da im Stuhl liegen und das Aushalten. Aber selbst das habe ich geschafft. Wie lange warst du nicht am Zahnarzt gewesen? Oh, mehrere Jahre. Oh je, und wie sah es aus im Mund? Schlimm. Aber jetzt allmählich, da traue ich mich schon wieder zu lachen. Wie lange hast du insgesamt gebraucht, um jetzt wieder so fit zu sein, wie du fit bist? Nach 10 Jahren Leiden. Ja gut, ich sag mal jetzt die 3 Monate stationär. Und dann, ja, ich sag noch mal ein Jahr. Weil wenn du rauskommst aus dem Krankenhaus, die Probleme sind ja nicht weg. Du musst halt eben immer wieder an dir arbeiten. Es ist ein verdammt langer Weg, ne? Ja, es ist ein langer Weg, ganz bestimmt, aber umso glücklicher bin ich heute. Aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass man sich eben auch nicht bei einem Arzt oder bei einem Psychologen hinsetzt und sagt, nun mach du mal. Man muss das selbst machen, ne? Ganz genau. Ja. Bist du denn heute auch wieder, hast du eine Arbeit zum Beispiel? Ich fange Montag ein Praktikum an. Montag Praktikum? Ja. Als was? Auch im kaufmännischen Bereich. Ja. Und dann entweder 1 oder 2 Monate und danach unterhalten wir uns, ob es klappt. Ja, um wieder reinzukommen und so ein bisschen zu schnuppern. Richtig. Also auch ein richtiger Neuanfang, ne? Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ich rede heute nur mit Siegern, merke ich schon. Mit Leuten, die richtig in der Scheiße gesessen haben, ne? Ja, kann man sagen. Und ist wohl wahr, Und jetzt? Nee, ganz bestimmt. Ich möchte wirklich nochmal allen Leuten sagen, also die sollen nicht verzweifeln, sollen nicht aufgeben, sollen sich ruhig therapeutische Hilfe suchen. Das ist ganz, ganz wichtig, um aufgefangen zu sein, aber dennoch an sich arbeiten. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute, Kurt. Würdest du mir noch einen Gefallen tun? Na bitte. Grüß bitte die Dorothee. Ich grüße herzlich die Dorothee, wer immer das auch sein mag. Das ist eine Freundin von mir, die verpasst nicht eine deiner Sendungen, die wird jede Nacht aufgezeichnet. Die Dorothee ist das. Jawohl, dann grüße ich die auch ganz herzlich jetzt. Super, ich danke dir. Tschüss, Kurt. Bis dann. Tschüss. 1.33 Uhr und 3 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 34 und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, am eigenen Schopf herausgezogen. Wer von euch hat das schon mal geschafft?
Wer von euch war in einer großen Krise, in einer sehr verzwickten Situation, Lebenslage und hat es geschafft, da rauszukommen, ohne große fremde Hilfe, sondern durch die eigene Initiative, durch die eigene Kraft? Ja, und vielleicht seid ihr jetzt auch sehr stolz darauf. Und das könnt ihr ja eigentlich auch sein. Das ist ja immer eine tolle Sache. Dann könnt ihr mir das gerne auch erzählen. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Herzlich willkommen, 77 Jahre alt, Inge. Ja, Domian, erstmal meinen allerherzlichen Glückwunsch, dass du das alles verkraftest. Ich danke dir. Und ich gucke jeden Abend die Sendung. Vielen Dank. Ich wollte dir nur sagen, mein Mann ist vor ungefähr 12 Jahren gestorben, knapp 12 Jahren. Ja. Hat sehr gut verdient. Ich hatte von Geld keine Ahnung und hat mich sitzen lassen. Und ich war ein Ja-Sager. Wie gesagt, auch schwere Jugend gehabt, will ich nicht darauf eingehen. Ich musste immer parieren und alles Mögliche. Und dann saß ich da. Dann hatte ich kaum Geld, ihn unter die Erde zu bringen. Mhm. Hab keine Schulden gemacht. Wir hatten auch keine Schulden. Hat damals meinen 624 Mark gesetzt, was es damals gab, auch mit weggebracht. Also er war auch etwas älter als ich. Ich weiß nicht, wo das Geld geblieben ist. Ich mache mir bis heute Gedanken. Und somit habe ich das geschafft und habe gesehen, dass ich irgendwie zu Rande kam. Mhm. Und ich habe alles, was er bezahlen musste und alles, was so lief, habe ich alles geschafft. Und da wollte ich anderen Leuten nur Mut machen. Guck, ich war da auch 65 Jahre. Mhm. Und du warst vorher überhaupt nicht vertraut mit so etwas? Ich habe immer zu ihm gesagt, sag mir, was da läuft. Mhm. Und er hat immer zu mir gesagt, ist alles, läuft alles über die Bank, ist alles, brauchst du keine Gedanken machen. Ja, und so dämlich wie ich war, ich habe das natürlich gemacht. Also man kann sagen, dass du Zeit deines Lebens dich mit den ganzen finanziellen Dingen gar nicht beschäftigt hast. Ich wollte, aber ich konnte nicht, er ließ mich nicht. Wenn ich denn weg wollte in die Stadt oder wo wollte irgendwie was kaufen oder so, kommst du mit 50 Mark aus? Ich sag, na ja, was, ich war ja blöd. Ich sag, na ja, gut, ja, dann brachte ich 30 Mark wieder mit nach Hause, war zufrieden. Nicht? Und somit muss ich sagen, ich habe alles, was er machte, auch diese Rechnung, was sehr hoch war, diese Gasrechnung jeden Monat, habe ich alles bezahlt. Ich frage mich heute, wie ich es geschafft habe. Und ich wollte nur anderen Frauen, guck, ich war da auch 65 Jahre, den wollte ich eigentlich ganz gerne Mut machen, dass man das kann. Hast du denn, ist das eigentlich so gewesen, habe ich das richtig verstanden, dass du es im Prinzip von heute auf morgen gelernt hast oder dauerte es schon noch von heute auf morgen? Also ich bin zur Bank gegangen, habe gesagt, so und so ist mein Name, behandelt mich wie ein Idioten, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die kannten mich überhaupt gar nicht. Aber das ist aber in dem Alter, finde ich, aber auch dann sehr mutig, ne? Zu sagen, ja, sicher. Behandelt mich wie ein Idioten. Ne? Wenn man 65 Jahre alt ist und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ja, aber Domian, ich musste ja. Du musstest ja. Ich musste ja durch. Ich hatte keine Hilfe, keine Verwandten und ich wollte auch niemanden anpumpen. Ich hätte ja auch zurückzahlen müssen. Und das wollte ich auch nicht. Und somit muss ich sagen, also heute, wenn ich hier so meine Freunde sehe, ich muss vor dir den Hut ziehen. Ich sag ja, wenn der nochmal zurückkommen würde, würde er noch einen 50 Mark kriegen und würde ich sagen, so, jetzt seh zu. Könntest du den Spieß rumdrehen? Alles andere mache ich. Genau, ganz genau. Was wäre passiert, wenn du dich hättest hängen lassen? Ja, was wäre dann passiert? Was wäre passiert? Ich glaube, ich wäre untergegangen. Ich bin jetzt im Dezember an einer schweren Krebsoperation, bin operiert worden, krieg Bestrahlung jeden Tag und so. Und dann kommen die Gedanken. Dann sitzt du abends, wo ist der Mann mit dem Geld geblieben, wenn wir den Besuch hatten. Und ich habe alte Videoaufnahmen angeguckt, da hat er den Gruß angegeben und er hat viel Geld verdient. Was er für ein Geld verdient hat, wenn ich raus war. Wenn ich wieder reinkam, dann war ein anderes Thema. Hältst du das für möglich, dass er angegeben hat? Oder hältst du es für möglich, dass er es irgendwie ausgegeben hat? Ja, also es muss irgendwo geblieben sein. Und es war komischerweise, als er krank war und ich nachher, wie ich dann da so zugande kam, kein Buch, kein Sparbuch. Es war nur ein einziges Sparbuch. Er hatte die ganzen Unterlagen, also die ganzen Auszüge, war alles weg. Wie viel war auf dem Sparbuch drauf? Ja, da war ungefähr 2000 Mark drauf. Ja, ist auch nicht viel. Und da musste ich den Mann mit unter die Erde bringen. Ja. Hast du ihn im Verdacht, dass er das Geld ausgegeben hat für... Es muss ja irgendwo geblieben sein. Denkst du an, dass er auch andere Frauen hatte vielleicht? Oder? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil er war eigentlich auch sehr viel zu Hause. Wir haben hier auch einen großen Garten, er war mal im Garten. Und also... Aber seltsam, was hat er mit dem Geld gemacht?
Ja, und das ist ja das, was mich eigentlich nicht los. Es wäre mir heute egal, wenn ich hörte, das hat er da und da gelassen. Mhm. Aber ich käme dann zur Ruhe. Mhm. Nicht? Also ich wüsste, gut, ja, es ist passiert, das Geld ist weg. Und du hast auch nie irgendwas in seinen Unterlagen mal gefunden, in eine Sache, einen kleinen Hinweis gehabt. Ja, ein Buch war übrig geblieben und da... Ja, da lancierte er mal so 4.000 Mark, ging mal dahin, dann kam 3.000 Mark wieder zurück. Das war aber nur ein Buch, das war nur ein paar Mal. Mhm. Also da konnte ich überhaupt, ich bin zur Bank gegangen, da haben die gesagt, das können wir nicht mehr nachforschen. Mhm. Und der da damals gewesen ist, der kann das nicht mehr nachvollziehen. Was war er denn eigentlich vom Beruf? Ja, er war, naja, wenn ich das jetzt deutlich sage, dann kommt es wahrscheinlich hier raus hier. Ne, er war Angestellter bei einer, ja, was soll ich sagen? Ja, du musst es auch nicht sagen. Also er war Angestellter irgendwo. Ja, er war guter Angestellter, war Abteilungsleiter in einem... Also hat wirklich ein gutes Gehalt gehabt. Ne? In einer sogenannten Hebeabteilung nannte sich das, also Buchung und alles sowas. Ja. Nicht? Und da haben wir uns auch kennengelernt. Tja, und also wahrscheinlich wirst du es nie erfahren. Ne? So sieht's aus. Ich werde es nie erfahren, aber es lässt einen doch keine Ruhe. Glaube ich, kann ich verstehen. Vor zwölf Jahren sagst du, ist er gestorben? Ja, knapp 12 Jahren, jetzt im Mai sind es 12 Jahre. Aber du hast das Finanzielle nach wie vor perfekt in der Hand? Ja. Und organisierst es richtig und gut? Richtig, ich habe nicht einmal Schulden gemacht. Ja, das wäre noch schöner, wenn du jetzt noch Schulden machen würdest in deinem Alter. Ja, nun, Gott, ich meine, ich lebe hier auch gerne, ich habe ja auch nur Ansprüche. Klar, natürlich, ja, klar. Nicht? Klar, sicher. Also ich, warum soll man mit 77 Jahren nicht auch noch gerne leben, ne? Natürlich, klar. Nee? Klar. Und so, also das wollte ich nur sagen. Also ich wollte an sich anderen auch ein bisschen Mut machen, auch wenn sie älter sind. Sie schaffen das, nicht? Jetzt wünsche ich dir für deine Erkrankung alles Gute, Inge. Ja. Das war eine schwere Operation, die du hinter dir hast? Ja, mitten in Bestrahlung drin. Was ist das für ein Krebs, wenn ich fragen darf? Brustkrebs. Operiert. Und habe jetzt 20 Bestrahlungen, kriege noch 10 Bestrahlungen. Ist das sehr beschwerlich für dich, die Bestrahlung zu bekommen, ja, die auszuhalten? Ja, ich muss ja jeden Tag hin, ich bin heute hingewiesen, also ich bin nervlich und körperlich ein bisschen am Ende, habe Verbrennungen oben und alles Mögliche. Das ist nicht so einfach. Glaube ich. Hast du denn ein paar Freundinnen oder Kinder? Oder? Ich habe, nee, überhaupt keine Verwandten. Überhaupt keine Verwandten, gar nicht. Ich habe nur eine Freundin, die für mich durch dick und dünn geht, die mich jeden Tag besucht hat im Krankenhaus und... Also da kann ich mich wirklich ausweinen, wenn ich mal weinen sollte. Nicht? Aber ich tue das nicht. Ich muss da alleine mit fertig werden. Also du bist aber wirklich auch wieder ganz prädestiniert für unser Thema. Ne? Am eigenen Schopfe ausgezogen. Ja, sicher, klar. Eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und alles durchzieht. Und ich bin auch froh, dass ich wirklich mal durchkomme. Ich versuche ja oft, also weil ich bewundere dich ja, wie du das verkraftest. Also das... ist nicht einfach. Also ich bewundere meistens Leute jetzt, auch ich habe ja öfters auch ältere Gesprächspartner hier, die bewundere ich wiederum, wenn ich höre, was die für ein Leben hinter sich haben, was die gemacht haben. Aber ich will dich hier nicht da weiter aufhalten, es wollen auch noch andere dran. Liebe Inge. Aber ich wollte das nur mal sagen, also es geht, wenn man es kann. Alles Gute von Herzen. Ja. Für die Gesundheit. Ja, Domian, danke. Genieße das Leben und dein Geld. Ja, und vor allen Dingen, mach weiter so. Also du fehlst uns, wenn das nicht mal mir sein sollte. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön, Inge. Auch für dein Team. Ja, gebe ich weiter. Sehr, sehr nett. Tschüss. Nee, tschüss. Tschüss. Das war die 77-jährige Inge und jetzt haben wir den Rolf. Und Rolf ist 52 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Rolf. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich sehe also eigentlich vom ersten Tag an deine Sendung. Ist das wahr? Ja. Ein ganz treuer Zuschauer. Ja, und darf ich zu Anfang noch eben sagen, ganz zu Anfang habe ich dich ein wenig verurteilt. Da habe ich dich, muss ich ehrlich sagen, für einen verkappten Jesuitenpater gehalten, weil da etwas viel moralisiert war. Das habe ich zu Anfang verurteilt, weil da moralisierend irgendwie... Zu Anfang war das etwas anders. Inzwischen, muss ich sagen, bin ich begeistert von dir. Du hast dich da auch positiv, sehr, sehr positiv geändert. Sehr schön. Das Kompliment möchte ich... Viel Lob heute, ich danke euch sehr herzlich. Jetzt aber zum Thema. Ja, bitte. Ja. Am eigenen Schopf herausgezogen, was hast du gemacht, was ist geschehen? Ja, ich habe also, mein Leben ist also auch sehr im Zickzack verlaufen. Ich bin heute leider immer noch arbeitslos. Mhm. Und ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Mhm. Und meine Eltern haben eigentlich für die Kinder immer sehr gut gesorgt. Nur,
Ich habe also in der Schule, ich bin dann zum Gymnasium gegangen, nie Rückhalt bekommen. Mhm. Wenn irgendwie Trouble mit Lehrern war oder etwas, meine Eltern haben, so wie das in der alten Generation war, immer zu der Obrigkeit gehalten. Mhm. Und ich stand dann immer alleine da. Und das hat mich dann irgendwann so weit gebracht, dass ich also kurz vorm Abitur 2 Jahre, und das muss man sich mal vorstellen, damals musste man für Haschisch noch nach Holland fahren, da gab es das hier nicht. Mhm. Und man konnte auch von einem Polizisten rauchen, ohne dass er das gemerkt hat. Weil der das gar nicht kannte, oder was? Ja, der kannte das nicht. Ja, ja. Die kannten das nicht nur der, alle nicht. Ne? Lustig. So, das war also so der Anfang. Ja. Und dadurch habe ich also auch prompt das Abitur versaut und musste abgehen und habe das dann wohl, und das ist, war die erste Eigenleistung, also aus dem Schopf herausgezogen, habe ich dann auf dem Abendgymnasium doch noch nachgemacht. Und das ist eine große Leistung. Habe ich immer hohen Respekt vor, weil das viel schwieriger ist, als auf einem normalen Gymnasium Abitur zu machen. Das muss ich dann leider auch feststellen, ja. Und das war also kein Privatleben mehr und nichts. Das Einzige, was ich mir... Du hast tagsüber gearbeitet, ne? Und abends warst du auf der Schule. Ja, ich habe gleichzeitig eine Lehre gemacht. Ja, super schwer, super schwierig. Und Hut ab für all die Leute, die das machen. Und habe dann also dann das Abitur gemacht und wollte auch kein Industriekaufmann werden und habe dann erstmal Publizistik und Politikwissenschaften studiert in Mainz, aber das war auch nicht das Wahre. Mhm. So, und dann bin ich durch eine Freundin, und auch weil ich vorher auf meinem ersten Gymnasium geologische Arbeitsgemeinschaften gemacht hatte, bin ich dann also, habe ich mich dann entschlossen, und weil die Freundin, von der Freundin, der Vater war Doktor der am Geologischen Landesamt hier in Krefeld, und da habe ich mich entschlossen, dann auf Geologie umzusteigen. Mhm. Das habe ich dann auch getan, und auch da muss ich leider sagen, ist mir dann durch die weiteres Haschischrauchen die Sache nicht ganz zu Ende geführt. So. Und das heißt, da warst du aber heftig drauf, ne? Ja, weil das Studium. Ja, ich habe also auch während des Studiums durch, ich habe Boxen gebaut, ich habe also sehr viel Geld. Ich hatte zu meinen Studienzeiten mehr Geld als jetzt. Ich hatte bis, das muss man sich vorstellen, 1975 3.000 oder 4.000 Mark. Mhm. Das war viel Geld damals, ja. So als Student verdienen konnte. Mhm. Ja, ohne mich allzu groß zu belasten damit. So, und das war also natürlich die finanzielle Basis, dass mir da so 1.000 Mark oder mehr für Haschisch zu der Zeit also nicht wehtaten. Mhm. Und das hatte aber dann zur Folge, dass ich natürlich im Studium immer mehr absackte. Also das zweite Studium hat dann auch nicht geklappt, Geologie? Nur bedingt. Ich bin dann wohl nachher später in Afrika gewesen als Geological Assistant, und aber ohne Abschluss. Mhm. So, und wie ich dann zurückkam, weil mein Vater gestorben war und ich war auch übrigens tropenuntauglich geworden, mit schwerem Nierenbluten, da war ich in der totalen Depression, mein Vater gestorben. Und meine Mutter ist nun sehr begütert und hat meinen ganzen Geschwistern alle 40.000 Mark geschenkt und mir auch nicht so viel, weil ich ja von ihr lebte, aber auch, ich glaube, 15.000 oder 20.000 Mark. So. So, und das, jetzt kommen wir zur Sache. Und das Geld habe ich, also diese 15.000 Mark, innerhalb von 3 Monaten in Kokain angelegt und auch selber durchgeraucht. Also es war weg. Das war weg, das Geld. Und zwar in einer Form, wie man Kokain, also ich habe auch Jahre vorher, aber das war 2-3 Mal im Jahr. Und so fängt das aber an. Mhm. Und deswegen möchte ich das weitergeben an alle, damit das ein abschreckendes Beispiel ist. Ging es noch weiter bergab? Ja, es ging dann also so, ich habe also all die Jahre vorher auch schon mal 3-4 Mal, wie man sagt, eine Nase oder eine Leine legen oder eine Nase genommen. Aber das war 3-4 Mal im Jahr. Mhm. Bis dann diese Situation, die ich gerade geschildert habe, kam. Und dann habe ich also angefangen, und das ist das, weil damals auch jetzt Haschisch verboten ist. Mhm. Und dann wurde in Holland, in Tegelen, an der gleichen Stelle, wo auch Haschisch verdielt wurde, auch Age, also Heroin und Kokain. Also der Ablauf ist mir jetzt klar. Jetzt muss ja irgendein Knackpunkt kommen, wo du sagst, ich habe es geschafft, ich habe das gemacht. Ja, und jetzt kommt das also, und jetzt habe ich also, dann haben die mir gezeigt, wie man das in anderer Form nehmen kann. Und dann habe ich das mit Ammoniak aufgekocht. Mhm. Und das heißt, das ist 100% Reinform dann. Mhm. Dazu kommt noch, dass der Ammoniak die Lungenbläschen anlöst. Mhm. Und damit also diese ganze Stoff, das ist wie eine Nadel, wenn man so will. Ja. Also im Moment ins Blut kommt. Also es ging noch weiter bergab in Sachen Rauschgift. Aber erzähl mir, wann ist dann... 15 Minuten da wie ein Stein. Mhm. Es gab also früher den Ausdruck bei Haschisch Stone, das habe ich nie verstanden, weil Haschisch hat mich nie so sehr mitgenommen, dass also wie andere Leute, das hat bei mir nicht nur zu 50%. Also Rolf, bisher war die Schiene immer ging bergab. Ja. Wann hast du dich... Ich brauchte also dieses Zeug, um endlich mal ein Rauscherlebnis zu haben. Mhm. Und das habe ich in dieser Form gehabt. Wann hast du dich am Schopf herausgezogen? So, und das war eine Nacht, das ging immer weiter. Da hatte ich also jede Menge Gramm da liegen und
Weil dann diese 10, 15 Minuten Stoned immer kürzer werden, also man gewöhnt sich ja an dieses Gift. Zum Schluss waren das nur noch 2-3 Minuten maximal, dieses Glücksgefühl. Und das will man ja immer öfter haben. Also habe ich im Abstand von einer Stunde circa immer wieder das Gleiche getan, bis ich an diesem Tag 3 Gramm hatte. So, und da war es morgens 3 Uhr und ich lag im Bett und merkte, wie mein Herz immer langsamer, die Frequenz ließ immer mehr nach. Und weil ich ja nun naturwissenschaftlich einigermaßen gebildet war, war mir klar, das überlebst du nicht. So, und dann habe ich mich mit letzter Kraft aufgerafft, noch nicht mal mehr ganz angezogen und bin dann rund um den Block gekrochen, muss ich sagen, um meinen Kreislauf hochzukriegen. Ja, ja. So, und am nächsten Tag, ich hatte noch 1 oder 2 Gramm da liegen, habe ich in den Mülltonne geworfen und habe gesagt, so, du also hast das war das Schlüsselerlebnis. Ja, ich habe den Tod ins Auge gesehen. Was ist danach geschehen? Wie hast du dein Leben danach gestaltet? Ja, ich habe also erstmal damit aufgehört, auch von heute auf morgen. Und das ging auch, das ging auch einfach. Und das ging wie gesagt, wenn man dem Tod ins Auge schaut, geht das. Was hast du dann beruflich gemacht danach? Ich bin heute immer noch arbeitslos. Ich habe aber dann mehr Initiative. Ich habe dann direkt danach eine Umschulung gemacht zum Umweltberater, der ich auch geworden bin. Aber also du bist dann Zeit deines Lebens von den Drogen weggekommen. Ja. 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 Bis heute, ich muss sagen, also Drogen, ich habe so Phasen, das ist dreimal im Jahr, wo ich nochmal für 2-3 Wochen nochmal ein bisschen Haschisch rauche. Das muss ich leider zugeben. Aber das ist das Nächste, was ich in Angriff nehme. Wobei auch da die Gefahr besteht, wenn bei mir, weil ich anscheinend Multidrager bin, dass wenn ich das Haschisch weglasse, dann nehme ich mehr Alkohol und umgekehrt. Und irgendwie geht das eine ohne dem anderen nicht mehr. Das ist aber also mein nächstes großes Problem, was ich jetzt in Angriff nehmen muss. Wenn das damals nicht so krass passiert wäre, dass du dem Tod in die Augen geguckt hättest, wärst du vielleicht noch mehr abhängiger geworden und das hätte vielleicht ganz übel geendet. Das wäre Ende gewesen. Das Geld hätte ja irgendwo herkommen müssen. Und die Schenkung, das war irgendwann mal zu Ende. Und meine Mutter, wie das in Vorfällen geschildert wurde, zu bestehlen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Jetzt wünsche ich dir, dass du einen Job bald kriegst, Mensch. Ja, ich tue ja alles, aber ich bin dann oft überqualifiziert, selbst für eine ABM-Stelle am geologischen Landesamt hat es noch nicht mal gereicht, weil ich bin jetzt 52. Ja. Und so ist mein Leben eigentlich, wenn man so will, durch diese ganze Geschichte verkorkst. Ja. Aber dennoch wünsche ich es dir und vielleicht gibt es noch Zeichen und Wunder und es passiert dann doch noch, dass du einen Job kriegst. Ja, ich hoffe es. Alles Gute, Rolf. Alles Gute. Ich danke dir. Wiederhören. Vielleicht hältst du mir auch mal hier und da einen Daumen. Das mache ich absolut, ja. Tschüss. Danke, tschüss. Manfred, 55 Jahre. Hallo. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Manfred. Wann hast du dich am Schopfer herausgezogen? Ja, vor 14 Jahren bin ich HIV-positiv getestet worden. Bin dann natürlich sofort in ein Loch gefallen. Das glaube ich. War fix und alle. Zu der Zeit sagte man mir auch, du hast 2 bis 5 Jahre zu leben. Ich habe versucht, ich bin auch noch Asthmatiker, nachdem ich einen Atem- und Herzstillstand dadurch hatte, einen Weg zu finden, eine Lösungsmöglichkeit, um da rauszukommen. Und habe mich eigentlich in Arbeit gestürzt, nämlich in Sterbebegleitung in einer Klinik. War für mich sehr wichtig, um da mitzukriegen, wie ich helfen kann, was ich machen kann. Und das hat mich, glaube ich, überleben lassen. Aber meine Werte sind heute nicht so schlecht, dass ich in Vollbild von Hits geraten bin. Nimmst du Medikamente? Ich nehme jetzt seit einigen Jahren Medikamente. Ich habe auch jahrelang keine genommen, weil ich mich dagegen gewehrt habe. Ich habe immer versucht, über andere Lösungsmöglichkeiten, Alternativgeschichten, mich selbst immer aus diesen Schwierigkeiten rauszubewegen. Ich denke, man muss für sich Lösungen suchen, dann findet man auch wieder nach oben und raus. Es nutzt nichts, sich auf andere zu verlassen. Also das ist ja nur erstaunlich, wenn du vor 14 Jahren die Diagnose bekommen hast. Wie du selbst gerade schon sagtest, damals war das ja eigentlich ein Todesurteil. Ne? Derzeit ja. Ja, ne? Und mir macht es heute noch Spaß, daran zu arbeiten, da mitzumachen. Bist du denn zu sein für andere, die ihr Testergebnis heute kriegen. Bist du auch in irgendeiner AIDS-Hilfe aktiv? Ja, du bist ja nur ein tolles Vorbild, ne, wie man das machen kann. Ja. Bist du auch noch in der Sterbebegleitung tätig? Ich mache heute was anderes. Ich organisiere die positiven
Treffen NRW. Mhm. Hast du Sterbebegleitung praktiziert, ausschließlich bei Menschen, die damals auch schon AIDS-krank waren? Ja. 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 Aber das weil ist ja ich wollte das sehen, ich wollte mitkriegen, wie ich irgendwann in Anführungsstriche dran bin. Mhm. Da könnte man ja auch als Außenstehender denken, mein Gott, zieht einen das dann nicht noch viel mehr runter, wenn man dieses Elend sieht? Nee, also mich hat es rausgezogen. Mhm. Mir hat es Stärke, Kraft gegeben, zu sagen, dir geht es ja gut, du kannst demjenigen noch helfen. Mhm. Und das war schon sehr wichtig für mich. Und das hat immer auch heute noch Lösungsmöglichkeiten für mich gegeben. Mhm. Wenn ich mal Diagnosen kriege, wo es heißt, die Werte sind schlecht oder Medikamente durch Nebenwirkungen mich niedermachen, dann denke ich mir schon im Voraus, ach, das wird in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen weggehen. Das und das werde ich jetzt versuchen. Wie viele Menschen hast du in den Tod begleitet, weißt du das? Oh, in den 12 Jahren. Ich habe also sehr viel mit Positiven und Sterbenden zu tun gehabt. Und von daher kann ich, also ich würde mal sagen, 15. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig gewesen. Heute mache ich das nicht mehr. Heute setze ich mich für andere Dinge ein, eben für die, die frisch infiziert sind, um denen Vorbild zu sein, es gibt Leute, die leben lange damit. Ja, ja. Und ihr könnt, wenn ihr versucht, eure Psyche aufrecht zu erhalten und euch da rauswindet, auch alt damit werden. Tolle Sache und tolle Einstellung und auch Hut ab vor dir. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das noch lange weiter so machen kannst und dass es dir richtig saugut geht. Ja, hoffe ich auch. Danke. Von Herzen alles Gute, Manfred. Ja, danke. Tschüss. Rainer, 44 Jahre alt. Hallo. Ja, ich bin der Rainer, 45 Jahre alt, wohne hier in Andernach, habe heute zum ersten Mal überhaupt versucht, in eine Sendung reinzurufen, und obwohl ich 50 Mal die Sendung gesehen habe. Aha. Ganz kurz zu meinem Lebenslauf. Ja. Ich bin Mitte der 90er Jahre geschieden worden. Das alles war alles nicht so auf einem Rosenbett gebettet. Eine neue Beziehung eingegangen, die leider 98 gescheitert ist. Mhm. Wollte an und für sich noch etwas retten, bin 98 dann ein paar Tage zur Mosel runtergefahren, wollte dort unten Urlaub machen und abschalten, über alles mal nachdenken, was mir nicht gelungen ist. Und dann kam der Tag X und ich bin auf die Bahngleise gegangen. Das war eine Strecke zwischen Koblenz und Kochen und habe da einen Zug zum Stehen gebracht, mehr oder weniger. Der Zug war schon im Signalvorgang, im Bremsvorgang. Und der letzte Moment habe ich mich runtergeschmissen. Ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat. Irgendeine innere Stimme hat gesagt, geh da runter und mach nicht diesen Mist. Mhm. In meiner ganzen Verzweiflung im Dauerlauf in den Ort hineingelaufen, ab zur Polizei, habe meinen Ausweis auf die Theke geschmissen, habe gesagt, das und das habe ich gerade gemacht, helft mir bitte. Mhm. Gut, die Polizei war da, hat mich auch untersucht und nach Drogen bzw. Alkoholmissbrauch, was alles nicht gegeben war. Ja. Und man hat mir nahegelegt, freiwillig in die Psychiatrie zu gehen. Obwohl ich über 40 Jahre lang in Duisburg gelebt habe, bin ich dann erstmal nach Andernach in die Rhein-Mosel-Fachklinik gegangen. Mhm. Erstmal ganz freiwillig, ne? Ganz freiwillig. Mhm. Jawohl. Mhm. Erstmal 2 Wochen auf die geschlossene und dann im Aufbau in dieser Klinik bis oben hin zu einer Psychotherapiestation, die ich dann fast 4 Monate mitgemacht habe. Mhm. Wo man erstmal überhaupt wieder mein Leben aufgebaut hat. Das Einzige, was ich hatte, das war noch ein Koffer mit einzelnen Kleidungsstücken und nichts anderes mehr. Und in dieser ganzen Zeit, dank guter Therapeuten und so weiter und dank meiner eigenen Lebensauffassung, habe ich gesagt, ich breche alle meine Zelte in Duisburg ab, nach über 40 Jahren, und baue hier in der Pfalz mir ein neues Leben auf, in Andernach. Und habe dann nach 4 Monaten die Therapie beendet und habe dann hier ein ganz neues Leben angefangen. Und das klappt bis heute gut? Das klappte ganz gut, obwohl ich seinerzeit noch eine ganze Zeit krank gewesen bin, bin auch noch arbeitslos gewesen, kam dann in so eine Maßnahme rein vom Arbeitsamt, die nicht so das Richtige war. Na gut, das sind so die Schwierigkeiten, mit denen man rechnen muss. Aber richtig. Interessant ist ja, finde ich jetzt habe ich als letztes noch einen Aufbau gemacht, im letzten Oktober bis jetzt gerade vor ein paar Tagen, nochmal 4 Monate zur Auffrischung, auch nochmal diese Therapie nochmal mitgemacht. Mhm. Aber ich glaube, diese zweite Therapie, die hat mich jetzt so weit aufgebaut, dass ich jetzt wieder mit beiden Beinen fest im Leben stehe. Das kannst du volle Kanne durchstarten.
Ja, und habe jetzt auch mittlerweile mein Leben so weit im Griff, dass ich jetzt in der Lage bin, auch eventuell die Angebote anzunehmen, die mir das Arbeitsamt bietet, zum Beispiel eine Fortbildung zum PC, zur PC-Fachkraft und dergleichen. Mhm. Aber dank alleine... Also dank dessen, dass du selbst von den Gleisen wieder runtergesprungen bist, zur Polizei gegangen bist und freiwillig in die Klinik gegangen bist. Ja. Das war ja dein Anteil daran, ne? dass dir geholfen wird. Aber weißt du, Domien, das Stimme an der ganzen Sache ist ja, du hast ja vorher so viele Freunde gehabt, die dann aber gehört haben, ach, der ist ja jetzt in der Irrenanstalt. Ja, das glaube ich, ja. Ne? Aber im Nachhinein sage ich mir so, diese Leute, die müssen erstmal sehen, was in so einer Klinik... Rainer, ich muss leider aufhören, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Alles Gute für deine Zukunft und toi, toi, toi. Tschüss. In der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, aber im Radio. Und nächste Woche heißt zum Beispiel am Dienstag unser Thema unterdrückte Gefühle. Also im Fernsehen in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Radio bei 1 Live. Morgen wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Schöne gute Nacht. Ciao.